Das heutige Video wird euch gesponsert von Ineba.com, dem Online-Marktplatz für die neuesten Games, wo ihr weniger als 70% vom Normalwert am Wochenende zahlen müsst. Wenn ihr ein Spiel haben wollt oder eine PSN-Karte, nutzt den Code Chappy und bekommt das Ganze für einen super, super Preis bei der ersten Neuanmeldung. Moin Moin und guten Tag, meine verbrannten Menschen. Hallöchen, was geht? Willkommen. Es ist wieder soweit, Leute, wir haben Storytime heute. Und damit das passend ist, muss ich euch natürlich genau erklären, was davor war, wie es dazu kam. Die letzte Story habt ihr ja echt wirklich genossen. Es geht im Prinzip um eine Story bei Rewe. Ich weiß nicht, die meisten von euch werden Rewe hoffentlich kennen. Das ist ein Einkaufsmarkt, ein Supermarkt. Es gibt ja auch andere, Edeka, Netto, Kaufland. Ich denke, egal in welcher Region ihr Deutschland ihr lebt, ihr kennt das Ganze. Und es geht um die Story kurz vor Ostern. Ihr kennt das, kurz vor Ostern sind ungefähr 82 Millionen Leute aus Deutschland unterwegs und gehen einkaufen, weil sie der Auffassung sind, man hat irgendwie keine Zeit mehr. Oder man muss jetzt unbedingt jetzt am Donnerstag, einen Tag vor Karfreitag, obwohl, ihr müsst bedenken, es gibt nur zwei freie Tage, mehr als sonst. Sonntag ist sowieso immer dicht und dann gibt es Karfreitag und neben Karfreitag gibt es Ostermontag. Das heißt, sonst hat man einen geschlossenen Tag, wo man nicht einkaufen kann. An Ostern hat man halt drei geschlossene Tage. Und die Leute gehen einkaufen, als würden sie sich auf zwei Weltkriege vorbereiten. Ihr seht dann teilweise Menschen mit vier Einkaufswagen, die mit der ganzen Familie unterwegs sind, weil sie der Auffassung sind, wenn sie jetzt nicht einkaufen und wenn sie jetzt nicht für 800 Euro Sachen kaufen, werden sie nie wieder in ihrem Leben glücklich. Das ist unglaublich anstrengend. Und intelligente Menschen, wirklich intelligente Menschen, insofern das natürlich die Zeit bei denen erlaubt. Manche müssen vielleicht noch am Mittwoch arbeiten oder so den ganzen Tag und können erst Donnerstag nach der Arbeit einkaufen. Aber in der Regel ist es so, wenn man versucht intelligent zu sein, dann geht man ein oder zwei Tage vorher einkaufen und tut sich diesen ganzen Stress nicht an. Denn die ganzen Kassen bei allen Supermärkten sind ultra voll. Jede Kasse ist offen. Überall steht man eine halbe Stunde an. Und es gibt im Prinzip keine Chance, da entspannt eine Stunde einzukaufen. Ihr braucht immer ungefähr 18 Stunden, damit ihr wirklich nur die Hälfte von dem bekommt, was ihr haben wollt, denn die Leute machen Hamstereinkäufe. Die Leute sind der Auffassung, wenn ein Geschäft zwei Tage zu hat und ihr könnt ja noch samstags einkaufen. Ist ja nicht so, dass ihr jetzt eine halbe Woche dann längst wohin könnt. Und ihr könnt auch noch zur Tankstelle notfalls. Aber die Leute machen das auf jeden Fall und ich bin eigentlich einer der Menschen, die, wenn sie für Ostern einkaufen müssen oder generell vor Weihnachtsfeiertagen, ich mache das immer so, dass es zwei Tage ist, bevor der erste Feiertag ist. Das heißt, beim Karfreitag gehe ich in der Regel mittwochs einkaufen. Letztes Jahr war das leider nicht möglich. Ich brauchte irgendwas, was ich davor nicht bekommen habe und bin dann kurzfristig irgendwann nachmittags zu Rewe auf den Donnerstag, einen Tag vor Karfreitag. Und ihr könnt euch vorstellen, es war natürlich die Hölle. Es waren, glaube ich, 8 Kassen auf oder sowas. Es waren eine Milliarde Menschen dort unterwegs und alle wollten unbedingt noch einkaufen. Und bei Rewe gibt es Kassen. Kennt ihr ja, ganz normale Kassen. Aber es gibt auch Expresskassen. Das heißt, wenn ihr, ich glaube, das war 7 Teile oder weniger habt, dann habt ihr die Möglichkeit, euch da anzustellen. Das ist eine gute Idee, das gibt es mittlerweile bei vielen Supermärkten und der Sinn dahinter ist im Prinzip relativ einfach. Man will einfach nur die Möglichkeit haben, notfalls kurzfristig noch 2-3 Sachen zu holen und muss sich damit nicht hinten anstellen. Und normalerweise macht das auch definitiv Sinn. Man kann da entspannt seine 2 Sachen einpacken oder auch 7. Das sind meinetwegen Kaugummis, Toilettenpapier, Zigaretten, eine Flasche Bier und ein Brot oder sonst was. Und ich gehe an diese Expresskasse und ich bin der Zweite in der Reihe. Der Zweite. Vor mir steht eine Frau. Diese Frau war, ich habe nichts gegen dicke oder dünne oder schwarz oder weiße. Aber um sich ein Bild davon zu machen, diese Frau war korpulent. Wirklich korpulent. Ihr hätte es bestimmt nicht so wirklich wehgetan, wenn sie sich irgendwo hätte angestellt. Oder hätte vielleicht noch ein paar Runden gehen können, um da ein paar Gramm loszuwerden. Diese Frau steht an der Expresskasse auf jeden Fall vor mir und lädt ihren gesamten Einkaufswagen ab. Ihren gesamten Einkaufswagen. Das waren nicht 7 Teile, es waren 70 Teile. Und das macht sie in aller Ruhe. Und ihr könnt euch vorstellen, ich war natürlich im Stress. Ich war ein bisschen im Stress, ich hatte nicht so viel Zeit, alles Mögliche. Alles in Ordnung soweit. Sie lädt ihren gesamten Einkaufswagen ab. Alles, was da drinne war. Und ich tippe sie an von hinten und sage freundlich zu ihr, entschuldigen Sie, Sie haben das bestimmt nicht gesehen, das hier ist die Expresskasse.
Hier nur mit 7 Sachen oder weniger. Und dann dreht sie sich um und guckt mich. Sie war ungefähr Anfang 40, also jetzt auch nicht in einem Alter, wo ich bei einer älteren Dame gesagt hätte, lass sie einfach machen, ist egal. Die war ungefähr Mitte 40. Und natürlich kräftig. Sie war richtig kräftig. Im Prinzip hat sie die halbe Sonne verdeckt. Das war aber egal. Sie steht vor mir an der Kasse, dreht sich um, nachdem ich ihr sage, es tut mir leid, Ma'am, Sie können hier nicht mit mehr als 7 Sachen hin. Die Kassiererin vorne hat kein Wort gesagt. Hinter mir hat sich langsam eine Schlange gebildet und die Leute waren genervt, denn sie hat so viele Sachen aufs Band gelegt, dass die Kassiererin vorne irgendwann schon selber nur noch mehr Stirn runzeln konnte. Auf jeden Fall sage ich zu ihr, es tut mir leid, Sie können hier nicht so viele Sachen hinlegen, das geht nicht. Das ist die falsche Kasse, müssen Sie zur anderen Kasse. Und dann sagt sie eiskalt zu mir, Jungchen, ich meine Leute, ich bin 28. Ist jetzt nicht so, dass die Frau 40 Jahre älter war als ich. Und ich war freundlich zu ihr. Ich habe sie gesiezt, ich habe sie darauf hingewiesen, ich habe sie nicht gleich angepöbelt, was ich sonst auch manchmal in der Öffentlichkeit mache, wenn Leute dumm sind. Sagt sie zu mir, Jungchen, das geht dich gar nichts an, du kannst ja an eine andere Kasse gehen. Und Leute, ich habe 3 Sachen dabei gehabt. Ich hatte, glaube ich, was zu trinken, ich hatte mir Zigaretten geholt und noch irgendwas. 3 Sachen. Das ist eine Sache von 2 Minuten, wenn es lange dauert. Und ich habe vorher nicht gesehen, als ich mich da angestellt habe, dass sie diesen ganzen Einkaufswagen da jetzt ausladen will. Es sah nicht so aus, als wäre es ihr Einkaufswagen. Auf jeden Fall erzählt sie mir dann, dass es mich nichts angeht. Und nicht, dass das schon schlimm genug ist. Ich war in guter Laune. Ich habe erstmal nichts gesagt und meinte nur zu ihr, es ist eine Frechheit, denn soll sie jetzt aber ihren fetten Hintern bewegen. Da bin ich dann frech geworden. Da sagt sie zu mir, passt auf, der sei nicht fett. Und Leute, sie war wirklich, diese Frau war, das war nicht mehr feierlich, was für ein Gewicht diese Frau hatte. Sie sagt zu mir, ich hätte keine Ahnung, was Ästhetik ist. Das sagt sie zu mir an der Kasse. Sie! Die aussieht wie ein Walross. Sie hat den halben Mond verdeckt und die halbe Sonne gleichzeitig. So breit war sie. Ich war sowas von genervt. Die Kassiererin musste so lachen, als ich mich mit ihr, ich sag mal, gebieft habe. Und dann sage ich zu der Kassiererin, können Sie mir einen Gefallen tun? Können Sie der Frau entweder sagen, sie soll gehen? Oder machen Sie Hinne? Denn hier hinter mir entwickelt sich langsam eine Schlange. Es wird Zeit. Es geht so nicht. Dann sagt die Kassiererin zu mir, ja, wusste nicht, was sie machen soll. Und dachte ich, okay, kein Arsch in der Hose, bloß nicht den Mund aufmachen. Dann kassier die Alte doch wenigstens ab, dann bin ich sie gleich los. Und sie fängt an, natürlich war es nicht die schnellste Kassiererin auf der Welt, sie fängt an, die Frau abzukassieren. Ein Teil nach dem anderen. Und ich schwöre es euch, Leute, es waren 70, 75, 80 Sachen auf diesem Einkaufsband von dieser fetten Frau. Und dann fängt diese Frau an, zwischendurch, was ich erst später kapiert habe, was sie da macht, so kleine Dinger aus ihrem Portemonnaie zu holen. Diese Frau hat die letzten 10 Jahre ihres Lebens anscheinend damit verbracht, Dinge zu essen oder Coupons zu sammeln. Sie hat Coupons gehabt für alles Mögliche, für Brot, für Milch, für das eine war sogar für Alkohol. Ich wusste ja, dass es für Alkohol Coupons gibt. Die Frau hat alles gehabt. Und diese Coupons muss man aber, warum auch immer, bei Rewe immer passend zu dem Einkauf vorlegen. Das heißt, man kann nicht einfach alle Einkäufe, die man hat, irgendwie abscannen lassen und dann am Ende die Coupons hinlegen. Sie sucht also zu jedem einzelnen Teil ihre Coupons raus. Und es ist kein Witz, Leute, so wahr ich hier sitze, sie hat 70 Teile gehabt und hatte 140, 160, 170 Coupons. Sie hat für alles einen Coupon gehabt, damit sie hier 20 Cent spart, hier 10 Cent. Ich weiß nicht, wo diese ganze Scheiße herkam. Und dann steht sie da und einige Teile sind aber schon eingebucht gewesen. Das wäre ein Ersparnis für sie gewesen, für einzelne Teile von 10, 20 Cent. Da hat sie der Kassiererin, obwohl sie wusste, dass hinter ihr Leute schon genervt sind, weil sie in der falschen Kasse steht, da hat die Kassiererin einzelne Teile von diesem Kassenband wieder zurücklegen müssen, damit sie den Coupon währenddessen einlegen kann. Ihr könnt euch vorstellen, auf was für einen Impuls ich war und was für eine Frechheit von dieser Frau, was für eine Frechheit, sich so zu verhalten. Es war ihr egal. Das scheint ihre Masche zu sein. So wie sie aussah, hat sie auch genug Zeit in ihrem Leben gehabt. Wahrscheinlich arbeitet sie auch nicht. Vielleicht ist sie auch professionelle Couponsammlerin. Ich weiß es nicht. Am Ende hat sie irgendwie zahlen müssen, theoretisch. 163, 165 € irgendwas in der Art, hat durch diese ganzen Coupons, ihr müsst euch vorstellen, es hat locker eine halbe Stunde gedauert. Ich stand an der Expresskasse und wäre an jeder anderen Kasse schon dreimal dran gekommen.
Das Ganze hat um die wirklich 60 Minuten gedauert. Sie hat diese Coupons alle eingelöst und hat am Ende eine Ersparnis von ungefähr 12 Euro gehabt. Ein Stundenersparnis von 12 Euro. Dafür, dass sie ihren fetten Hintern ganz vorne an die Expresskasse stellen konnte. Ich weiß nicht, ob sie vorher in einer anderen Kasse stand und dann gesagt hat, sie will jetzt darüber gehen. Ich bin erst gekommen, als sie sozusagen schon an der Kasse stand. Ich konnte also nicht beobachten, was davor war. Aber das habe ich noch nicht erlebt. Und dann habe ich sie gefragt, nachdem sie irgendwann mit diesem Scheiß fertig war und eigentlich dabei war zu bezahlen, ob sie es nicht eine Frechheit findet, sich so zu verhalten. Und dann guckt sie mich an, diese nette Frau, und sagt allen Ernstes zu mir, in meinem Alter sollte man ganz vorsichtig sein, denn die Jugend von heute hat keinen Anstand mehr. Sie drängelt sich vor alle vor, sie stellt sich an die falsche Kasse, sie nimmt jedem Menschen dort eine Stunde ihres Lebens, eine Stunde, eine ganze Stunde, und sagt zu mir, in meinem Alter sollte man vorsichtig sein und Respekt vor solchen Leuten haben. Welchen Respekt kann ich denn vor so jemandem haben? Und das war noch nicht das Ende des Ganzen. Das Beste kommt jetzt erst. Es gab bei Rewe diese Aktion, wenn man irgendwie, ich weiß nicht, was das war, 10 Coupons oder Gutscheine oder Payback-Punkte, irgendwas einlöst, bekommt man auch noch auf den gesamten Einkauf im Nachgang sozusagen, ich glaube, 5% Rabatt oder sowas. Das war eine ganz komische Aktion da zu Ostern. Ich habe es nicht ganz verstanden. Und diese Frau sagt zu ihr, ja, ihr Ersparnis ist irgendwie 10, 15 Euro oder sowas oder 12 Euro. Das und das müssen sie noch zahlen. Und sagt die Frau, nein, das kann nicht sein. Ich habe so und so viel Coupons eingegeben, ich habe so und so viel Ersparnis gehabt, ich brauche noch den Extra-Bonus am Ende. Und ich sitze da und dachte, wenn diese Frau sich endlich die Fresse hält, werde ich sie einfach mit ihrem eigenen Wagen überfahren, und zwar zweimal. Und dann ging das Ganze von vorne los und nach Geschlagenen, ich weiß es noch, über 75 Minuten an dieser Kasse. Und wir waren kurz davor, dass der Weltkrieg ausbricht, hat die Kassiererin endlich den Geschäftsführer gerufen. Der hat dieser Frau noch einen Zusatzrabatt gegeben von vielleicht 1,80 Euro oder so. Ihr müsst euch vorstellen, bei 12 Euro Rabatt, 10% oder 5% ist nicht mehr als 1,20 Euro. Und diese Frau hat endlich ihren Rabatt bekommen, hat 1,5 Stunden insgesamt ihres Lebens dort an der Kasse verbracht, um 12 Euro einzusparen. Das war Ostern letztes Jahr. Was das für uns bedeutet? Lasst ein Like da, wenn ihr in Ostern 2 Tage vor dem ersten Feiertag einkaufen geht. Ist nämlich für alle Parteien besser, glaubt mir das. Ich bin raus heute. Viel Spaß, Leute. Haut rein.